Und herzlich willkommen zurück bei Pain, Squeaks, Killings. Und ich bin jetzt hier auch schier verzweifelt. Und die Schublade kriege ich nicht auf. Und guck mal, was da liegt. Das ist ein kleiner roter Dartpfeil. Ich bin die ganze Zeit hin und her gerannt. Und guck mal, was hier hängt. Da hängt die Dartscheibe. Ich habe die ganze Zeit im falschen Ding gesucht, ich Trottel. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier Doppelpunkte, die Dreifachpunkte 60 und Bullseye mit 50 sind 100. Ich rechne lieber nicht laut, glaube ich. Ich glaube, ich aber 110? Nee. Doch, 110. 110. Und 7 und 2 ergibt 9. Das Minus nehmen wir dann 101 vielleicht. Warte, machen wir mal so. Ich bin so falsch wetten. Bestimmt meine Rechenkünste. Okay, das ist schon mal nicht richtig. Aber hier liegt ja auch ein roter. Ist der vielleicht rausgeplumpst? Aber das macht mir ja das Ding dann eigentlich unmöglich, weil ich weiß ja nicht, wo der drin gesteckt ist. Und ich kann jetzt nicht Pi mal Daumen einfach schätzen, wo der hingepfeffert hat. Problem für Problem und ich komme auch nicht rein. Das ist ziemlich schwierig, ziemlich schwierig. Aber ich glaube da, oder muss ich alle Dartpfeile miteinander verbinden? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass wir die Dartscheibe auch nur aus dem Dings brauchen. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. So. Wir haben so vieles noch zu tun. Habe ich vielleicht im Sheriff-Ding was übersehen? Oder hier sind wir jetzt gerade bei... Ach, warte mal. Wir gehen nochmal in die Kirche. Vielleicht bekommen wir raus das Geburtsdatum von dem Pastor Kelvin. Weil der Beichtstuhl, genau, der Beichtstuhl war der Pastor. Genau, genau. Aber ich hatte ich keine, ich habe keine Ahnung. Hatte ich nicht irgendwie... Ich habe irgendwas gehört. Hatten wir nicht irgendeinen Hinweis? Weil dieser Privatschnüffler, der hat ja gesagt, ein Foto mit... Beichtstuhl und dann Geburtsdatum von diesem Kelvin-Dingsen. Wo war denn jetzt hier das Bild? Irgendwo... Ach nee, hier war der Beichtstuhl, den ich ja haben möchte. Also hier ist eigentlich auch nichts. Ich suche die zwei Bilder. Genau, Scott braucht nichts zu essen, weil er keine Lust hat. Keller war zugesperrt. Das war der Raum vom Jungen. Badezimmer. Hier sind ja auch keine Schubladen mehr, ne? Genau, und hier ist nämlich noch eine Schublade, die wir nicht aufkriegen. Aber, ach nee, das ist Gott. Das ist nicht dieser... Irgendwo war ein Bild. Irgendwo war doch ein Bild von dem Pastor Kelvin. Irgendwo. Nur wo? Bin ich jetzt komplett bekloppt? Ja, ne? Ich bin, glaub... Oh, auf! Ach so. Heilige Bibel. Schon wieder. Scott Brooks. Wo wohnt der denn? Da ist keine Adresse dabei, da ist nur eine Telefonnummer. Wo war denn jetzt das Bild? Ich hab doch da... Da waren doch noch zwei Männer da. Genau, und die Kiste müssen wir auch noch aufkriegen. Ach, nee. Ach, hier... Nee, hier auch nicht. Ich meine, hier haben wir doch schon alles durchsucht, ne? Gehen wir mal die unterste Bücher. Da können wir auch nichts. Und das da haben wir ja auch schon gelesen. Genau, das haben wir schon gelesen. Da bin ich mir fast sicher. Da haben wir das Rätsel gelöst. Da war der Code dann für das Geheimversteck drin. Jetzt finde ich die zwei Typis nicht mehr.
Die zwei Bilder. Ach mein Gott, hier. Ein Foto vom vorherigen Pastor Pater Kelvin. Okay, da war aber kein. War hier irgendwo was dran gestanden? Chorprobe. Finalchor Dingsen. Okay, da steht auch kein Datum drauf, wann der gestorben ist. Apropos, warte mal, wenn der müsste doch hier begraben sein, oder? Warte mal, die ist auch zu spät. Wir sind ja auf den Friedhof gekommen. Warte, jetzt lass mich doch mal gucken. Oh, liegt da? Ach, das ist ein Stein. Können wir auf den Grabsteinen das Geburtsdatum vielleicht finden? Eventuell? Wir gucken einfach mal. Weil wir haben ja zum Beispiel die Magdalena Roberts, die Mutter von Charles, die unbedingt einen männlichen Thronerben, sage ich schon, männlichen Nachfolger haben wollte. Vielleicht haben wir ja Glück. Hier, 1985, 93. Timothy Sander, Andrew Reed. Ah, das ist doch unserer. Oh, verdammt, das sind die gar nicht richtig draufgeschrieben. Christopher Burke, Raymond Brown, Gary Roberts. Das ist die Mutter, Magdalena Roberts. Dann Wanda Taylor. Oh, die ist auch schon tot. Henry Johnson, das war der Arzt. Oh, das sieht schlecht aus. Oh ne, warte, hier. Hier sind auch noch welche. Trisha Roberts? Wie, die ist auch schon tot? Sarah Goldberg? Vivian Roberts? Ian Goldberg? Susan Whiteman? Jonathan Hopkins? Pamela Fields? Scott Brooks? Victoria Hopkins? Wie, ist Scott ist auch schon tot? Alle sind sie gestorben. Marissa Young, Calvin Bennett. Ah, lass mich durch. Jesse Elliott, Philip Young und Calvin. Warte mal, ist das unser Typi? Calvin Bennett? Nee, doch Pastor Calvin. Okay, warte, das wäre dann, aufschreiben, das wäre der 10. Oktober 24. 1902. 10.24.02. Dezember oder der Todestag vielleicht das andere. Ich schreibe mal auf den 12.07.84. Und ich glaube, das da ist Sophia. Ich habe keine Ahnung. Aber die sind ja alle tot. Und wir sind halt schon verdammt spät erst hier in die Stadt gekommen. Vielleicht hat sich auch, das muss ich jetzt aber doch probieren, Leute. Vielleicht hat sich auch der Sohn von... es geht ja doch! Von Sophia gerecht. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Die ist doch eine Frechheit. Okay, warte, dann gehen wir jetzt nochmal zum Beichtstuhl. Ich habe halt irgendwie... Okay, wir müssen vielleicht auch mal ins Krankenhaus. Ich hatte Angst vor dem Krankenhaus. Vielleicht kriegen wir da aber auch nochmal richtig viele Informationen. Weil wir haben ja mitbekommen, Vivian war verdammt lang im Krankenhaus. Andrew war verdammt lang im Krankenhaus. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal richtig viele Infos drüber raus. So, jetzt probieren wir mal. Wie viele Stellencode ist denn das? Aufstehen. Oh Gott. Also warte mal, wir brauchen also 24. Obwohl das andere war auch mit ersten Monat, ne? Machen wir mal den 10. 24 und 02. Nein, 02. Bäm! Ernsthaft jetzt, der ist leer. Warte mal, braucht der gleiche? Vielleicht das gleiche? Das wäre jetzt... Warte, was haben wir gesagt? 10?
10. Dann eine 24. Und 02. Öffnen. Ah, lesen. Lieber Pater Kelvin, in diesem Brief möchte ich einige Dinge erzählen, von denen ich in meiner Zeit in Payne's Creek als Angestellter von Mrs. Magdalena Roberts Zeuge wurde. Ich kann mich niemandem anvertrauen und ich wage es nicht, sie in der Öffentlichkeit anzusprechen, daher dieser Brief. Am 4. Juli 75 habe ich Mrs. Roberts nach Payne's Creek begleitet und ihren Sohn Charles zu besuchen. Es gab Gerüchte, dass Vivian einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte, nachdem sie Trisha zur Welt gebracht hat. Dass sie mehrere Monate zur Rehabilitation im Payne's Creek Community Hospital bleiben musste. Während dieser Zeit war Charles ganz alleine. Er fand Trost in einem Hausmädchen namens Sophia. Sie hatten eine Affäre. Ein Junge wurde geboren. 2 Tage nach der Ankunft erfuhren wir, dass Sophia mit ihrem Kind Payne's Creek verlassen hatte. Wohin sie gegangen sein konnte, war ein Rätsel für uns alle. Ich denke, die meisten, inklusive mir, haben diese Geschichte geglaubt. Mrs. Roberts weigerte sich jedoch zu glauben, dass Sophia fortgehen würde, wo sie doch zur Roberts-Familie hätte gehören können. Dem Jungen, den sie Charles gebar, wäre das garantiert gewesen. Mrs. Roberts initiierte mit unserem Fahrer Patrick und mir eine Suche nach Sophia. Weniger als 2 Monate später starb sie an einem Herzinfarkt. Wer? Ach so, Magdalena. Genau, ist ja nicht Vivian, sondern Magdalena. Was ich mit diesem Brief mitteilen möchte, dreht sich nicht um Sophia, obwohl die Dinge mit ihrem Verschwinden angefangen haben. Es geht um den verfrühten Tod von Mrs. Roberts. Sie müssen verstehen, Mrs. Roberts hatte eine Herzkrankheit, die sie schon eine ganze Weile mit sich herumtrug. Ihre Medikation hat sie jedoch stets stabil gehalten. Ihre Rezepte waren stets die gleichen während ihres Besuchs in Payne's Creek, aber ihr Zustand verschlechterte sich. Der Familienarzt Henry Johnson bestätigte, dass ihre Suche nach Sophia ihre Tribut von ihrer Gesundheit gefordert hat. Alles, was sie hätten tun müssen, war, sich so viel wie möglich auszuruhen und alles wäre gut gewesen. Ich weiß, dass Miss Roberts die Suche trotz des Rates ihres Arztes nicht abgebrochen hat. Hat sie das gestresst? Ja. Aber hätte sie das umgebracht? Dem Arzt zufolge, der sich zu Hause wieder um Mrs. Roberts kümmerte? Nein. Definitiv nicht in einer so kurzen Zeitspanne, wenn sie ihre Medikamente genommen hat. Ihre Leiche wurde nie obduziert. Ihr Sohn Charles wollte ihren Körper unberührt und anständig beerdigt wissen. Als Patrick und ich packten, um nach Hause zu fahren, konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, wer Mrs. Roberts tot sehen wollen würde. Gibt es eine Verbindung zwischen der Affäre von Charles und dem Hausmädchen, dem Verschwinden von Sophia und ihres Kindes und dem Tod von Mrs. Roberts? Ich würde gerne sagen, wenn ich wenig verdächtige, doch bin ich nicht in der Position, dies zu tun. Und ich habe Angst, die falsche Person zu benennen. Während ich diesen Brief schreibe, hoffe ich, dass Sie verstehen, was ich mitteilen möchte. Ich bete, dass die Wahrheit ans Licht kommt, so Gott dies zulässt. Mit freundlichen Grüßen, Sylvia Eden. Die hat geahnt, dass Magdalena von Vivian ermordet worden ist. Okay, da bringt uns aber auch nicht weiter, ne? Da bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ah, da müssten wir fast... Na gut, hier habe ich ja alles schon abgesucht. Ich glaube, hier war noch eine Tür, ne? Die wir nicht aufbekommen haben. Die Kellerschlüssel-Dings unten und die da. Ich glaube, wir gehen mal ins Krankenhaus. Vielleicht finden wir ja da den einen oder anderen Schlüssel. Oder ein Hinweis, wo wir weitersuchen müssen. Oder, warte mal, wo waren wir noch nicht? Da geht's zur alten Flussstadt. Da beenden wir das Spiel. Hier beenden wir das Spiel. Das will ich nicht. Hier haben wir noch den Aktenschrank, wo ich kein Schimmer... Obwohl, ich habe keine Ahnung.
Friedhof, da waren wir schon, da waren wir, Poststelle kommen wir nicht rein, da kommen wir auch nicht rein, da waren wir drin. Ich glaube, wir gehen mal hier ran. Aber das ist so unheimlich, das ist so gruselig, das ist so ekelig. Darum würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal doch ins Krankenhaus, weil ich Angst habe. Genau. ich verlaufe mich gerade. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ich habe mich verlaufen. Ah, nee, da geht's nur... Ah! Okay, warte, wir sind hier. Da wohnt der... Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ich habe seinen Namen vergessen. Wie heißt denn der? Bernard. Genau, Bernard Hopkins oder so. Dum, 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 dum. Da will ich auch noch rein. Überall will ich noch rein. Nee, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch Richtung... Oh. Sollte nicht da drücken. Painscreen-Karte, Poststelle und da weiter. Genau. Poststelle. Ich glaube, ich muss nur eins weiter. Kann das sein? Ne, ich glaube, da vorne rechts. Ja, da vorne rechts lang. Und dann immer geradeaus weiter. Dann sind wir im Krankenhaus. Oh Mann, das war so unheimlich und so eklig. Und warum brennt da Licht? Ja, das ist die Frage, die ich mir halt stelle, weil das ist schon ewig geschlossen. Wand zu halten, Tor ist laut. So, da sind wir jetzt im Krankenhaus. Und ich habe da schon ein bisschen Schiss vor, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Weil auf diesem Foto von Moose war irgendwo auf dem Dach eine Frau gestanden. Aber wenn ich die Grabsteine... Ich glaube, das war jetzt nicht gut, dass ich das gesehen habe. Einfach zu sehen, dass Trisha und so... Dass sie da begraben sind. Sind wir einfach so spät da? Oder... Ich weiß gar nicht, warte mal. Jetzt bin ich doch neugierig. Data ist... Wann wurde das verfasst? 99. Okay, das ist 3 Jahre her oder so, ne? Aber ich meine... Warte, nee, wann waren die... Ich muss mal aufpassen. Also wir wurden... August, den 3.99 wurden wir engagiert, hier nochmal zu gucken. Warte mal, jetzt... Ich bin neugierig. Mich tut das ein bisschen verstutzen, weil... ihr wisst schon. Warte mal, wie komme ich da... Nein. Wie komme ich nochmal... so. Brief und Dokumente. Ne, warte mal. 95, das wären jetzt gerade mal 4 Jahre. Aber die waren doch jung, die Leute. 93, 94, ich glaube 95. 95 ist schon so das älteste Datum dann, ne? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe Angst vor dem Krankenhaus, da bin ich ganz, ganz ehrlich. So, wo gehen wir denn jetzt als erstes hin? Links, rechts, da ist so dunkel. Rezeption Area, please be seated. Keine Ahnung. Okay, dann gucken wir hier nochmal durch. Hier war ja alles, genau, hier war nichts. Das sind lauter schöne Zettelchen. Da lesen. Ah, das wäre vielleicht noch, guck mal, 201 Theresa und Jane, 203 Trisha, 204 Sharon, oh, 206 Harold M. Wer soll sich denn das merken? Nummer, Stockwerk, Belegung und... Wer soll sich das da merken? Das kann ich mir doch jetzt noch nicht aufschreiben. Also wir gehen einfach mal alles durch. Irgendwie alles durch. So, zack. Und hier waren wir ja auch schon. Genau. Da waren wir hier drin. Oh, nee. Ich dachte gerade, das war so... Ah, aufheben? Aha, guck mal, was hat 1964... Wieso ist da eine Zahl? Das ist bestimmt... Da brauchen wir bestimmt. Warte mal, ich schreibe es mir gerade auf. Das wäre... Was ist denn das? Eine Brosche? Machen wir mal Brosche. Brosche 1964. Ich glaube... Ne, das war auch beim Flugzeug. Die schreiben doch nicht umsonst da Zahlen hinten drauf. Und ich kann das Ding nicht mitnehmen. Das war auch leer aus Dingsen. Und hier war das mit dem Blumentopf, genau. Da kriegen wir schon alles hin. Das ist auch aus und alle.
Ja, dann würde ich sagen, Examroom A1. Ah, das sind Untersuchungsräume? Cafeteria? Oh Gott, ich habe Angst im Krankenhaus. Hab Angst. Das funktioniert nicht und hier geht's Treppen hoch. Ich weiß halt immer noch nicht, ob jemand hier ist. Room 101. War nicht da was? Da war doch jemand, oder? Examroom? Das ist Untersuchungsraum? Warte mal. 17? Wieso steht da 17? 17? Examroom, auch 17, okay. Abgeschlossen. Die können wir wahrscheinlich auch noch alle aufsperren dann. Ist da irgendwas Schönes drin, was ich haben will oder haben brauche, haben muss? Alles vernagelt und... Aber warum brennt hier Licht? Warum brennt hier Licht? Ne, wir gehen erst, wir versuchen einfach mal systematisch hier irgendwie durchzukommen. Aber was ist das hier? Das ist die Cafeteria. Ich hab Schiss. Ich hab Schiss, obwohl nichts passiert. Aber ich fühle mich einfach total unwohl. So, was haben wir hier? Fensterputzzeug. Cola, Diät-Cola und trinken. Ich gucke aus dem Fenster raus. Ich habe Angst, dass irgendwann irgendwo jemand steht. Und dann ganz frech hier reinglotze beppelt. Ganz, ganz böse. So, komm hier. Oh Gott, die Küche geht auch auf. Oh, die ist aber klein. Die ist aber klein, die Küche. Und die Dinger gehen nicht auf. Nun, was gab's denn hier so Leckeres zu essen? Wahrscheinlich nicht wirklich, ne? Krankenhausfressen ist meistens nicht so lecker. So, Hinweise. Wir brauchen Schlüssel, wir brauchen Hinweise. Wir brauchen Zettel und Schlüssel. Und ich hoffe, da guckt keiner. Da guckt keiner rein. Das war so creepy, als wir bei Andrew Reeds rausgegangen sind. Das war so richtig, richtig übel. Oh, hier. Pommes. Und was gibt es da noch aus der Fritteuse? Lauter lecker Sachen. Das Labyrinthspiel. Tja. Aber es sieht so aus, als wäre hier irgendwie überhaupt nichts, ne? Okay, dann gehen wir mal zurück. Dann gehen wir jetzt hier die Abzweigung rein. Da geht es jetzt zur Nurse Station und zum Notfallcenter. Also zur Schwesternzimmer. Und zum Ding. Operationssaal. Oh, da will ich gar nicht rein. Da will ich gar nicht rein. Oh, da komme ich hin in den Garten. Ach, guck mal einer an. Da ist auch nochmal ein Brunnen. Interessant. War das der Brunnen, wo sie sich treffen wollten, sollten? Ne, dieser Drohbrief, wo wir ja gelesen haben, und komm an den Brunnen, du weißt schon welchen, wo und so weiter. Vielleicht haben die hier was versteckt oder so. Man weiß es ja nicht. Aber schaut nicht so aus. Okay, geht hier noch irgendwie was durch? Okay, da kommen wir auch durch. Ich hab so Schiss, wenn ich durch die Fenster gucke. Da hat man doch Angst. Aber ich glaube, wir gehen gleich wieder richtig rein. Aber es ist cool, dass man überhaupt durch die Fenster reingucken kann. Das ist nämlich... Ah, dann kommen wir hierher. Okay. Können wir das nicht aufsperren? Manu. Gibt es hier im Müll vielleicht Hinweise? Nein. Dann gehen wir mal Richtung Nurse-Raum. Oder halt Schwesternzimmer. Und alles... Ich glaube, ich hätte tatsächlich Angst, so... In so einer Geisterstadt, auch wenn man weiß, dass da nichts ist oder jetzt nicht unbedingt Zombies oder Monster oder Geister oder so. Aber diese Atmosphäre von so einem verlassenen Ding, das ist so widerlich irgendwie. Ich finde das nicht schön. Und wie gesagt, warum brennt da überall Licht? Warum brennt da Licht? Und vor allen Dingen, wer war da vor uns da und hat das Tor geöffnet? Und so, da ist auch nichts. Aber, oh, guck mal hier, Susan. Oh nein! Catherine, Lisa und Maureen. Die sind alle hier mit... Ach du Heiliger. Da müssen wir aber viel suchen. Da ist auch ein Schlüssel. Ah, hier, ja, im Medizinschrank. Ein Schlüssel! Wanda Tyler. Die lag... Ah, hier! Das ist in der...
43 Silverleg. Wir haben wieder einen Haustürschlüssel, Leute. Wir haben wieder einen Haustürschlüssel von Dr. Uli. Was ich mir da reingucke, alles zusperrt, ne? Okay. Dann würde ich aber fast sagen, wir gehen hier im Krankenhaus weiter. Machen wir aber dann das nächste Mal. Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.